An diesem verschneiten Februarwochenende fand wieder das nun seit 31 Jahren bestehende Wintertreffen mit historischen Militärfahrzeugen in Fallbad an der Ebbehalle statt. Um und in der Ebbehalle kamen Sammler militärhistorischer Gegenstände auf ihre Kosten, denn dort gab es den großen Militärmarkt. An zahlreichen Ständen konnten alte Schätze in Form von Autoteilen für Oldtimer, aber auch Utensilien aus Kriegszeiten wie Helme, Mäntel, Feldstecher, Benzinkocher oder Bücher erworben werden. Besuchermagnet war aber auch zum 31. Mal die rund 20 historischen Militärfahrzeuge, die nach den Ausfahrten von den zahlreichen Besuchern bestaunt werden konnten. Traditionell werden nur Fahrzeuge, die vor 1945 gebaut wurden, zu dem Treffen zugelassen.